Romy, das zweite Paris-Roubaix war ganz anders als das erste, aber wahrscheinlich kein Deut einfacher. Definitiv nicht. Also es waren andere Bedingungen, aber es war genauso schwer. Also klar, es war nicht matschig, dafür war es sandig und der Wind hat ziemlich eine große Rolle gespielt. Es war oft Seitenwind, Seitenkante auf dem Pflaster und damit war es natürlich genauso schwer. Es nahm auch einen ganz anderen Verlauf als im vergangenen Jahr. Wie hast du das Rennen erlebt? Beschreib mal aus deiner Sicht. Ja klar, also es war sicher klar, dass von Anfang an, dass so eine Gruppe wie Lissi, also dass da eine Attacke gleich am ersten Pflaster nicht nochmal passieren wird und dass es von Anfang an schnell sein wird. Trek hat es von Anfang an in die Hand genommen und ist schnell übers Pflaster gefahren und hat es immer wieder aussortiert. Es ist immer relativ eine große Gruppe wieder zurückgekommen, womit ich jetzt nicht unbedingt gerechnet habe. Und dann ist es zum Schluss halt auch ziemlich viel. Also wir sind mit zwei Defekten auf dem gleichen Pflaster auf einem Stück getroffen worden, was halt nicht gerade praktisch war. Und gehört halt immer ein bisschen Glück dazu. Es heißt, bei Paris-Roubaix hat jeder seine eigene Geschichte in so einem Rennen. Was war heute deine Geschichte? Meine Geschichte war prinzipiell super platziert gewesen bis zum Mont Superval. Letztes Jahr auf dem Pflasterstück bin ich gestürzt am Anfang. Dieses Jahr habe ich ziemlich zum Ende hin einen Platten gehabt oder eigentlich am Anfang und bin dann halt bis zum Ende noch gefahren, bis ich das Rad wechseln konnte. Dann hieß es weiter kämpfen und nochmal zurückkommen. Ich bin dann nochmal zurückgekommen, es war brutal schwer. Ich war dann eigentlich schon mega am Anschlag, habe es nochmal versucht. Corinne hat dann nochmal platt gefahren und hat nur zu mir gemeint, bleib dran, aber ich war halt einfach leer. Kann man dieses Rennen irgendwie genießen? Im Nachhinein werde ich sagen, ich habe es genossen. Es ist eigentlich, es ist halt mein Lieblingsrennen, egal wie hart es ist, weil es halt einfach so unvorhersehbar ist. Und ich werde nächstes Jahr wiederkommen und wieder mitkämpfen. Vielen Dank.